In deinem Smartphone wirst du bald Pokémon-Karten sammeln können. Pokémon Trading Card Game Pocket ist eine brandneue App, die angekündigt wurde. Da könnt ihr Pokémon-Karten sammeln und gegen andere spielen. Jeden Tag erhaltet ihr auch zwei Booster-Packungen gratis, wo ihr dann Puls machen könnt. Also ich weiß auf jeden Fall, was hier auf dem Kanal erscheinen wird jeden Tag. Als Kinder oder teilweise auch als Erwachsene haben wir Pokémon-Karten gesammelt. Weil physischer Platz beschränkt ist, erscheint dieses Jahr noch ein Pokémon-Kartenspiel auf dem Handy. Da könnt ihr auch gegen andere spielen, tauschen weiß ich nicht, und mit Sicherheit auch gegen Echtgeld erwerben. Wurde zwar im Trailer noch nicht angekündigt, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wird im Laufe dieses Jahres erscheinen, wir haben noch kein genaues Datum, aber das Interessante ist, man hat Originalkarten, die du upgraden kannst. So dass die Karten dann nochmal einen Animationseffekt haben, um das nochmal abzuheben, dass es ein digitales Kartenspiel ist, als Vorteil zum physischen. Wir sehen auch, dass die Bank statt 5 drei Pokémon beherbergt. Das erinnert mich stark an Yu-Gi-Oh! Duel Links, welches die Regeln auch verknappt hat, wo du ja statt 5 Monster nur 3 spielen konntest. Wird wahrscheinlich einen ähnlichen Ansatz haben, dass die Spiele nicht so lange gehen, dass du auch mal eine Runde im Bus spielen kannst, auf der Parkbank oder am stillen Örtchen. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es ausprobieren, ich werde es zocken. Ihr werdet bei mir auf dem Kanal auch vielleicht den einen oder anderen Pull haben, wie ich Sammelkarten öffne. Interessiert euch das Spiel? Pokémon hat ja das erste Mal die Handys erobert mit Pokémon Go, was ja erst ein riesiger Hype war, der dann abgeflacht ist. Wird immer noch gespielt, aber jetzt nicht wie in der Anfangsphase selbstverständlich. Da bin ich gespannt, also kann mir sehr gut vorstellen, dass die Leute da auch am Start sind und da mal was ausprobieren. Dann vielleicht auch alte Zurückkehrer da sein werden, die seit 20 Jahren nichts mit Pokémon am Hut hatten, aber das mal austesten werden. Und auch Kids, um eine neue Generation nochmal ranzuführen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare zu dem Spiel. Werdet ihr euch die App runterladen oder juckt es euch keinen Meter? Abonniert diesen Kanal für weitere Anime-News und wir sehen uns wieder. Haut rein. Ich bin 30 Jahre alt und sammle immer noch Pokémon-Karten.